Kelly Clarkson, große Aufregung. Sie ihren Kids den Hintern. Kelly Clarkson, 41, hat ihren jüngsten Aussagen zufolge keine Angst, anzuecken. Die American Idol-Gewinnerin gab im Radio-Interview in der Sendung Star 94.1 zu, dass sie Tochter Reba Rose, 8, und Sohn Remington Alexander, 7, gelegentlich den Hintern versohlt. Uff. Vor einem Klaps auf den Po schreckt die Zweifachmama nicht zurück, wenn ihre Sprösslinge ungezogen werden, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Eine interessante Wortwahl, die die Grammy-Preisträgerin da verwendet. Außerdem betonte sie in dem Radio-Interview, dass sie ihre Kinder nicht willkürlich haut, sondern ihre Taten ankündigt: Ich warne sie und sage, hallo. Ich werde dir den Hintern versohlen, wenn du nicht sofort aufhörst. Ob eine Ankündigung der körperlichen Züchtigung die Tat an sich besser macht, sei dahingestellt. Emma Watson, 33, ist zurück. Nach einer mehrmonatigen Instagram- und einer mehrjährigen Leinwandpause, ihr letzter Film Little Woman erschien 2019, sorgte der Harry Potter Star erst Mitte April mit einem langen Social-Media-Beitrag für Aufsehen. Darin schilderte die Schauspielerin Erlebnisse und Erkenntnisse, die sie während ihrer Auszeit gesammelt habe. Nun hat Emma ein erstes Interview nach ihrer Pause gegeben, das noch explosivere Aussagen bereithält. Emma Watson ist unter die DestillateurInnen gegangen, vermutlich ganz im Sinne ihres Vaters Chris Watson. 64. Das große Hobby meines Vaters ist der Wein, also war er schon immer Teil unseres Familienlebens, erzählte sie bereits 2011 im Interview mit Elle. Emma hat sich aber für etwas mit mehr Umdrehungen entschieden, Gin. Mit ihrem Bruder Alex Watson, 30, hat die britische Darstellerin nun einen Premium Gin auf den Markt gebracht. Im Gespräch mit How to Spend It, der Luxusbeilage der Financial Times, deren Cover sie schmückt, erzählt Watson: Seit ich ein Kind war, gab mir mein Vater zum Mittagessen immer Wasser mit Wein. Damals sei sie 7 Jahre alt gewesen. Diese Erfahrung habe die 33-Jährige aber nicht negativ in Erinnerung, ganz im Gegenteil. Als Teenager habe das Erlebte sie davon abgehalten, zu viel zu trinken, wie viele ihrer FreundInnen, erklärte Emma Watson 2010 im Interview mit dem Sunday Times Magazin. Huch, das klingt aber gar nicht gut. Sportlegende Tom Brady, 45, soll nach der Trennung von Gisele Bündchen, 42, explizit ausschließen, je wieder ein Model zu daten. Laut Radar Online sucht der berühmte Ex-Quarterback lieber eine konservative, traditionelle Frau, nachdem er und das brasilianische Supermodel im Oktober 2022 offiziell ihr Liebesaus verkündeten. Hat er mit Bündchen etwa so schlechte Erfahrungen gemacht? So behauptet ein Insider gegenüber der Publikation, dass er die Nase voll von Berufsschönheiten habe. Nach Gisele ist Tom fertig mit Models, lautete angeblich das strenge Urteil. Doch wieso schließt er eine Modelpartnerin für sich in Zukunft aus? Immerhin war er mit Gisele Bündchen 13 Jahre lang verheiratet und sicherlich nicht all die Jahre unglücklich. Zwei gemeinsame Kinder gründen das Liebesglück des damaligen Traumpaares. Der Grund liegt allerdings nicht darin verborgen, dass er Models nicht mehr leiden könne, sondern ist ein ganz anderer. Das klingt schon ganz anders und irgendwie logisch, oder? Und umgekehrt dürfte es sicherlich ähnlich sein, wenn Gisele Bündchen es sich aussuchen könnte. Würde sie sich sicherlich auch nicht nochmal in einen anderen NFL-Star verlieben. Aber wer weiß schon, wo die Liebe hinfällt. Kalai Kuoko, 37, und Tom Pelprei, 40, haben Ende März ihre gemeinsame Tochter Matilda auf der Welt willkommen geheißen. Seitdem schwebt die Big Bang Theory Darstellerin im Mutterglück und postet fleißig Schnappschüsse von ihrer Kleinen. Nachdem sich ihr Neugeborenes zu Hause bereits mit den Hunden seiner Eltern vertraut gemacht hat, wurde es nun Zeit, dass Matilda Mamas Pferde kennenlernt. Auch diese tierisch niedliche Begegnung hält die Schauspielerin natürlich fest. Ihr Baby scheint bestens mit den großen Tieren auszukommen.
Die Pferde beschnuppern die kleine Tildi, wie Kalei ihre Tochter nennt, und gehen ganz vorsichtig mit ihr um, wie diese Flightattendant-Darstellerin betont. Scheint ein äußerst gelungener Ausflug in den Stall gewesen zu sein. Nach wochenlangen Gerüchten bestätigte Toni Gahn, 30, am Samstag, 22. April, in ihrer Instagram-Story die Trennung von Ehemann Alex Pettyfer, 33. Während sich das Topmodel in New York ablenkte, veröffentlichte der Schauspielstar ein Foto von der gemeinsamen Tochter Luca Malaika, die im Juli 2021 auf die Welt kam und für die das einstige Paar seine Beziehung als Freunde und Eltern laut Gahn weiterführen wolle. Doch Pettyfer hat mit einem weiteren Posting auf der Social-Media-Plattform für Aufmerksamkeit gesorgt. In seiner Instagram-Story teilt er ein Foto von Aiza González, 33, mit der er bis vor wenigen Tagen für den Giritri-Film The Ministry of Ungentlem Anliwafare vor der Kamera stand. Dieselbe Aufnahme hat die mexikanische Schauspielerin auch auf ihrem Account veröffentlicht. Verlinkt Alex Pettyfer, entfernt ihn dann aber wieder. Darauf nimmt er in einem Kommentar augenzwinkernd Bezug. Meint, wer auch immer der Fotograf war, diese Fotos sind wunderschön. Der Inbegriff von schickem Filmstar und fügt ein weißes Herz hinzu. Manch ein User wittert direkt mehr, einer kommentiert, ich glaube nicht, dass deine Frau diesen Kommentar mag. Ein anderer Follower betont, dass es sich auch einfach um eine Freundschaft handeln könnte, die möglicherweise am Set entstanden sei. Eine Reaktion auf Pettyfers schwärmend neckische Worte sorgt dann aber für das größte Fragezeichen, Ex-Toni gibt seinem Kommentar ein Like. Ihr gefällt also, was Alex seiner Schauspielkollegin Aiza schreibt. Die Enkeltochter von Sean Connery, 90, weiß ihre Instagram-Follower, innen zu begeistern. Frei nach dem Motto weniger ist mehr zeigt sie sich auf ihrem Profil nur mit dem Blick zum Himmel im Wasser treibend. Auf ein Bikini-Oberteil verzichtet sie dabei, verdeckt ihre intimsten Stellen nur mit einem Seestern. Das schöne Foto kommentiert Saskia Connery, 26, mit, in Liebe zu dir, Mutter Natur. Ihr zufriedener Gesichtsausdruck lässt darauf schließen, dass sie sich im Meer besonders gut fühlt. Diese Gemeinsamkeit teilt sie wohl mit ihrem verstorbenen Großvater, der sich zu Lebzeiten unter anderem für die Rettung der Korallenriffe vor den Bahamas einsetzte. Bei ihrem Beitrag handelt es sich um einen Repost aus dem Jahr 2020, was zeigt, dass sie scheinbar besonders stolz auf diese Aufnahme ist. Das Foto dreht sich jedoch nicht nur um die Verbindung zur Natur, sondern vor allem der Look der 26-Jährigen fällt ihren Fans auf. So schreiben verschiedene User, innen Dinge wie wow oder immer wunderschön unter den Post und verteilen viele Herz- sowie Flammen-Emojis. Interview mit der spanischen Vogue gibt Emily Ratajkowski, 31, ein Update zu ihrem Beziehungsstatus und der kürzlichen Knutscherei mit Harry Styles, 29. Dabei betont sie jedoch, dass ihr Dating-Leben eigentlich niemanden etwas angehen würde. Sie erklärt, es ist sehr bizarr, wenn man bestimmte Erfahrungen macht und dann die ganze Welt davon weiß und sie kommentiert. Mit einem Jahr trennte sich das Model von Sebastian Bärmklart, 36 und sei seither das erste Mal seit langem wirklich Single. Wie sie im Gespräch anführt, ich bin einfach eine Person, die von einer dreijährigen Beziehung zu einer vierjährigen Beziehung übergegangen ist. Also ist dies das erste Mal seit langer Zeit, dass ich in einer Dating-Phase bin. Ernstes steckt somit vermutlich nicht hinter der Knutscherei mit Harry Styles. Ihr Fokus liege aktuell nicht auf ihrem Liebesleben, sondern auf ihrem Sohn Sylvester Apollo Bär. 2. Die meiste Zeit meines Lebens konzentriere ich mich auf meinen Sohn und meine Arbeit. Aber ich denke, dass diese Themen nicht die gleichen auffälligen Schlagzeilen hervorrufen. Vielleicht ein Grund dafür, warum sie Harry Styles Namen im Interview nicht erwähnt. Dafür jedoch den seiner Ex Olivia Wilde, mit der auch das Model befreundet ist. Was für Spekulationen über einen Clinch zwischen den beiden Frauen sorgte, Olivia tut mir leid.
Denn sie musste diese Situation schon mehrmals durchmachen. Die Gerüchte über einen Streit seien ein unglückliches Problem. Wie es mit ihrem Dating-Leben weitergeht, bleibt an dieser Stelle privat, was sicherlich auch in ihrem Sinne ist. Sie haben News verpasst, die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Tetimesko.uk, Elecom, Fogues, Instagram.com, Radar Online.com, Star 941 FM Iheart.com.